kommst aus dem Geburtsland der chinesischen Medizin. Welche Bedeutung hat die chinesische Medizin aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, chinesische Medizin ist ein Teil unseres Lebens. Das ist eine so Selbstverständlichkeit, gehört in unser jeder tagtäglich hinein. Ne? Ja, genau. Das ist so eine chinesische Medizin. Das ist eine Kultur von eine Tradition von uns. Ne? Das ist so von wir gelernt chinesische Medizin nicht in die Schule oder von den anderen Arzt, sondern wir lernen von unserer Mutter oder von unserer Oma oder nach lernt von unseren Vorfahren. Ne? Das ist so von die Familie schon so reingeflossen. Und so wie waren wir klein Kind, ne, zu Hause. Und wenn wir aus Ungewissenheit, wir haben Kühlschrank aufgemacht, wollen so kalt trinken schon haben und sofort kriegt uns schon sofort Schimpfe von unserer Mutter, ne? Ah, was machst du, ne? Das ist doch zu kalt für uns. Und dann fragt uns natürlich als Kinder automat, ne? Mama, warum dann kann ich nicht trinken? Das ist doch nicht so gut für euer Magen, dann von Kleinkindern machen euer Magen schon kaputt und so weiter, ne? Ah, da haben wir auch so jeden Tag sowas auch neu dazu gelernt, ne? Von so gesunde Ernährung oder Gesundheit bewusst und so weiter. Oder wenn wir abends ganz Familie zu Hause sieht Oma das alleine, ne? Trägt eine Schüssel voll warmem Wasser, ne? Steht da jeden Abend und dann Fußbad machen. Da als Kinder, wir gucken jeden Tag zu, ne? Da fragen uns auch, warum Omi, warum machst du jeden Tag, ne, deine Fußbaden? Und dann jetzt erzählt unsere Großmutter, ja, das ist für die Blutenergie fließen viel besser, Fuß immer muss warm halten und so weiter. Ach so, ja, okay, dann weiß ich ja, das ist stimmt. Und dann irgendwann war ein Tag meine oder unsere Großmutter selber nicht machen. Wir als Kinder, ne, wollen auch Freude machen und so auch für unsere Omi auch diese Wasser da gelassen, ne, und dann lassen unsere Omi Fußbad machen. Und oder wenn wir zur Schule geht morgens, ne, das ist so 7 Uhr, das ist noch sehr früh. Ne? Wir gedacht, wir sind Kinder, zur Schule muss, aber Wirklichkeit draußen schon auf dem Platz, ne? Spielplatz voller Erwachsene, ne? Zusammen und machen verschiedene Qigong-Übungen und so weiter. Da von ganzen Morgens Anfang schon so Vitalität ist in unserem Land. Ne? Wir sehen jeden Tag und wir hören jeden Tag, dass sie so gesundheitsbewusst ist von Kindern. Schon angefangen. Und dann waren wir zum Beispiel einige so Kleinigkeiten krank. Ne? Wir sind so doll gehustet, erkältet und so weiter. Und kommen auch sofort zu Eltern und sagen, ja, dann liegst du dorthin. Ne? Und dann Mama machen die Schöpfung. Ne? Dann sitzt die Gläser auf dem Rücken, ne? Ganz viele. Für uns auch, das ist, wir haben dieses Vertrauen einfach. Ne? Das ist unsere Eltern, wir dann auch gut für uns tun und fragen uns auch, warum wir husten, das ist so die Gläser angesetzt. Und manche Eltern weiß das, ne? Kann man einigermaßen erklären. Manche nur sagen einfach, wir haben auch von unserem Vater Eltern gelernt. Ne? Das ist sowas eine Selbstverständlichkeit. Und dann haben wir auch gemerkt, weil das ist so nah in unser Leben. Und da auch, wenn wir zum Beispiel zu Arzt gehen, das ist ganz anders wie in europäischen Raum. Ne? Zu Arzt gehen ist klar, schlicht, ne? Das ist so distanziert, muss alles so genau Probe aufnehmen, zu analysieren, was ist das und so weiter. Dieser Abstand und dann diese Kalte ist einfach zwischen Menschen, zwischen Arzt und mit diesem Patient. Aber bei uns in unserem Land, wenn wir Kindern zu Arzt geben, so eine ganz alte Opa, ne, richtig bad, so nett. Oh, was hast du, die Kleine, oh? Was hast du wieder falsch gemacht? Komm hier einfach, ne, lieg hier und mache ich etwas. Ne? Und die Arzt so über ein bisschen klopft und so weiter, dann nachher ist relativ die Schmerzen schon weg. Ne? Das ist sowas,
schön einfach, dieses warme Gefühl und dann wir lernen jeden Tag. Danke ich mal, dass es in unserem Land ist ganz anders wie Europa. Die Arzt hier ist in meinen Augen ist viel zu kompliziert und arrogant. In unserem Land ist ein bisschen mehr menschlich. Und zweiter, ich finde diese chinesische Medizin, weil er für uns einfach ein bisschen besser verstehen, weil er hat andere Schrift auf die Schrift, was wir jeden Tag lernt, ne? Und das ist alles so, hat auch bestimmte Bedeutung oder Code in die Schriftzeichen. Manchmal war Medizin das Begriff oder Medizin Schriftzeichen, das kannst du schon genau analysieren, welche Medizins Wirkung, wie wirkt das oder man Kräutername, da versteckt schon in die Schriftzeichen. Insofern, wenn wir vernünftig unsere Sprache lernst, ne, automat, das ist so, diese Medizin ist ein Teil von dieser unserer Schrift, ne, dass sie die Wissen auch versteckt. Das für uns relativ ist etwas leicht. Insofern sind wir nicht so komplett in einem Panikzustand, wenn wir krank ist, ne, und sondern das ist so mit vollem Verstanden, ne, dass sie so dieses Gefühl ist einfach da. Die dritte ist, wenn wir in unser Land Kultur studiert, Medizin ist in jeder Kulturrichtung, zum Beispiel die Art-Kultur, ne? Und auch von Art-Weisheit, ne? Das ist von verschiedenen Richtungen, egal das Buddhismus oder Taoismus oder Konfuzismus, das alles steckt auch die Medizinwissen. Zum Beispiel Buddha vor ein paar tausend Jahren schon genau auf seine Bücher, ne? Oder seine Schüler gegeben, das ist so aus unserem menschlichen Körper, das ist assistiert verschiedene Würmer, hier unterschiedliche Organe drin und dann auch wie viel Menge ist das, unglaublich viele Menge, ne? Und manche, das ist so, hat verschiedene die Füße, ne? Manche, das ist so komplett als so mystisch dargestellt, ne, was Menschen auch viel mehr leicht zu verstehen. Und dann damals war gar keine so Labor und so weiter möglich, aber er hat schon vorher das schon alles verstanden und auch aus einer anderen Worte rausgebracht. Das ist unsere Kultur. Ne? Und vor 100 Jahren, ne, diese westliche Wissenschaft sogar auch bewiesen, ne, unter dem Mikroskop, ne, dass tatsächlich dass sie Viren und Bakterien und in unser Körper war, ne, assistieren. Insofern, das ist mit von unserer Kultur schon vor ein paar tausend Jahren das schon nachgewiesen, ne, stimmen überein. Insofern, das ist schon sehr überraschend, ne, und dann gleichzeitig auf zum Beispiel Taoismus, die wissen, dieses universale Gesetz, fünf Element, ne, hat auch Ergänzungskreislauf und auch Zerstörerkreislauf unter diese fünf Element, das ist auch gerade auch Grundlage für chinesische Medizin. Ne? Das ist auch, finden sich bei den Taoismus-Büchern und auch bei dem Konfuzismus auch genau gesagt, ne, dass es unser Körper ist so wie eine Tempel für uns. Wir müssen auch Achtsamkeit umgehen, ne, und auch muss auch wirklich für die Gesundheit tun, ne, aus dieser Harmonie zu bringen. Das alles aus unserer Kultur, diese alte Weisheit. Ne. Insofern diese chinesische Medizin, das ist schon in unser jeder Tagsleben für uns ist wirklich sehr nah, mit unser Leben ist sehr nah. Ne? In chinesischer Medizin, wir sprechen auch Körper, Seele, Geist. Ne? Die drei Kombinationen einander beeinflussen. Und dann dieser körperlich, gesundheitlich ist ein Fundament. Wenn körperlich Probleme haben, dann brauchst du gar nichts über Spiritual, ne, weiter zu sprechen. Ne? Weil einfach, wir konnten nicht trennen mit unserem Körper. Insofern muss erstmal dieses Gleichgewicht im Körper zu finden. Und dann kannst du die geistlich oder das ist weitere spiritual
Bereich zu entwickeln. Ne? Das, insofern, diese Verantwortung liegt schon bei uns selbst. Ne? Das ist gar nicht so, ja, dass meine Gesundheit, ich weiß gar nicht, was ich zu tun soll, ne, weil ich krank ist. Dann lieber ich, das hat Arzt, ne? Und dann kümmern sich darum, ich habe null Ahnung von mir selbst. Ne? Sondern nein, das ist falsch. Das ist so, Verantwortung über selbst übernehmen, ne, muss ja gar nichts, das ist Körper versauen bis ein Tag, dass ich muss so schlimm zu Arzt gehen, ne, sondern davor her, diese Vorbeugung ist wichtig, Achtsamkeit über eigenen Körper ist wichtig, ne, und dann auch diese Harmonie immer versuchen dazu herstellen, ne, diese Balance zu halten, ne, das ist so gesundheitlich, ist verdammt wichtig. Deshalb, ich bin schon 11 Jahre in Deutschland, ne? Versuche ich immer wieder, dass ich diese Wissen von unserem Land hierher zu transportieren. Ne? Diese Wissen über TCM, über Sexualität. Ne? Wir hatten auch eigenen Praxis in unserem Projekt, ne? Praxis für chinesische Kaisermädchen. Diese Kaisermädchen spricht an dem die erste Gelbkaiser. Ne? In seinem Buch, das ist so wichtig, diese Kräuterernährung, ne, wie wichtig ist überhaupt das für, für Menschen, ne, das ist ein Fundament, muss auch jeder dazu lernen. Und danach, viel mehr wichtiger ist sexuelle Energie, ne, das ist viel mehr wichtig als so Kräuter, ne, und Gesundheit. Aber natürlich, das sitzt voraus, du erstmal deine Gesundheit erstmal, dass sie so vernünftig zu Potte bringen. Ne? Ansonsten brauchst du gar nichts über spiritual darüber zu sprechen. Natürlich, für viele Leute, diese Grundlage oder diese Wissen nicht haben in Europa Raum. Deswegen versuchen Leute nur Philosophie oder dass sie so praktizieren und die sexuell oder spiritual, aber dass sie diese Fundament, diese Gesundheit ist, die gar nichts da. Ne? Die, sofern das ist der erste Schritt bis 20 Schritt ist komplett gar nichts da. Ne? Nur darüber sprechen über 21 Schritt. Ne? Das ist ein einziges, das passiert, das ist aus die Schnauze fallen. Ne? Das ist keine, wirklich keine die Fundament. Ne? Und dann insofern wir versuchen auch durch unsere Praxis Menschen zu helfen, Leute zu helfen, Gesundheit erstmal Gesundheit zu pflegen, ne? Und eine Krankheit das zu die zu beseitigen. Ne? Da hast du eine sehr sehr gut Basis für spirituelle Entwicklung und so weiter. Ne? Und auch aus chinesischem Mädchenbereich haben wir auch sehr viel über sexuelle die Erfahrung, dass es geht gar nichts darum, dass es nur eine Geilheit, sondern dass auch medizinisch Wissen, wie kann das durch sexuelle Energie diese Medizin, diese Gesundheit zu pflegen, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Hier ist gar nichts bekannt. Insofern, ich danke schon, dass unser Projekt ist komplett kompakt, ne? Dass ist jeder Bereich aneinander vernetzt, das auch gehört wirklich auch zusammen. Ne? Wir bitten auch so TCM-Seminar, das ist auch sehr, sehr wichtig, ne? Und diese Grundlage zu lernen, sofern man Leute interessiert, kann man auch bei unserem Seminar besuchen. Ne? Oder das ist, wenn Leute wirklich krank, kann man auch zu unserer Praxis gehen, ne? Das ist genau informieren. Du sprichst im letzten Interview über eure Praxis für chinesische Medizin. Für Europäer ist diese allerdings schwer oder sogar unverständlich. Gibt es dennoch einen Tipp, mit dem jeder etwas für die Gesundheit tun kann? Das auf jeden Fall. Aber ich werde schon sehr stark empfohlen, wenn du zum Beispiel sehr eine chronische Problem und so weiter, das ist doch besser, dass es einmal persönlich in unsere Praxis kommt, ne? Eine Grunduntersuchung und eine Beratung zu machen. Ne? Weil, so wie du gesagt hast, das ist, war so kompliziert, du konntest auch nicht wirklich Rosine rausfinden oder wenn du von irgendwas eine Bücher zu lesen versuchen, dass es so
über eigenen Körper reinstimmen, weil dass die Wissen schon sehr kompakt, das ist ein ganzheitlich. Du musst erstmal deine die komplett die Körper erstmal verstehen, dann weißt du genau, was du tun kann. Ansonsten, das ist immer eine Ungewissheit. Ne? Insofern, das ist eine persönliche Untersuchung schon, das ist ratsam. Ne? Bei uns, das ist, wir erklären, das ist auch sehr gründlich. Gründlich, ja. Ne? Und so wie eine so Lehre, das eigentlich, ne? Das ist, führt dich erstmal verstehen deine Probleme und dein Körper, ne? Und dann erklärt, was ist die Zusammenhang und welche Kräuter, geeignete Kräuter, ne? Um dass sie die Ursache zu beseitigen kann und auch anspricht Ernährung. Das ist natürlich die optimalste Weg überhaupt, ne? Also auch einfach direkte Weg, ne? Direkt auf deinen Körper und so weiter. Aber wann du mich fragst, ob das allgemein ein Tipp, das werde ich schon sehr stark empfohlen, dass sie muss wir ein bisschen aufpassen, dass sie so diese Vorbeugen, ne? Vorbeugen, weil ich sehe, dass es so kann sein, dass sie die Kultur unterschiedlich, ne? Und dann diese komplett Schulmädchen für mich, auf meine Ansicht, ist sehr negativ. Was heißt negativ? Weil das ist sehr hygienisch, sehr Sauberkeit betrachten und auch sehr Philosophie an den Virusbakterien. Ne? Das ist komplett, das ist wir mit dieser Virusbakterie zu abwehren. Ne? Das ist zu dagegen, wie kann das zu töten und so weiter. Das ist etwas negativ. Bei uns chinesischen Mädchen, wir sind etwas positiv. Ne? Wir versuchen, dass sie Balance, diese Harmonie im Körper wieder zu herstellen, ne? Und auch bevor du krank, wir fangen das schon an, um die Gesundheit zu erhalten, für uns wichtig. Ne? Leben erstmal zu pflegen, ne? Muss ja gar nichts warten, bis wir richtig krank ist. Das ist schon etwas komplett anders. Ne? So wie in unserer Kultur auch gesagt, wenn eine Mensch vorher nicht mit eigenem Körper gar nicht verstehst, ne? Eigentlich, dass sie nur so wie Zombie geht zum Tod, weil du verbrauchst deine Energie, ne? Und dann machen die Körper kaputt, du tust gar nichts, ne? Das ist wirklich eine gerade Weg zu deinem Tod, ne? Aber unser Leben soll auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss, vorher, sofern dass sie muss die Gesundheit erstmal zu verstehen. Wichtig ist, dass sie diese Körperentgiftung zu machen. Und wenn ich manchmal wann zum Supermarkt gehe, ne, das ist eine Katastrophe für mich. Ne? Und auf die Regale, ich kann genau sehen, oh mein Gott, was ist jetzt unser alles Lebensmittel da drin giftig ist. Kein Wunder, Menschen ist so krank ist. Ne? Voller Glutamat, ne? So viel Chips, dass sie da drin so viel Geschmack verstärken, ne? Aus die Glutamat, so auch solche fertige Produkte, fertige Dose und so weiter. Oder da, wenn du guckst, die Süßigkeit für Kinder, ne? Das ist Kindermord fast schon. So viel, das ist Aspartam, ne? Und dann die Farbe, so die Buntfarbe, ne? Sieht so gut aus, wirklich, dass alles gibt. Und insofern. Du meinst diese Farbstoffe? Ja, genau, ja. Farbstoffe und auch diese Süß. Stoffe. Ne? Das ist wirklich ganz anders, wie wir in China benutzen. Wir benutzen etwas Rohrzucker, ne? Und etwas auch Naturbasis. Hier ist komplett nur Geschmack für Stärke oder die Farbe, ne? Farbstoffe. Oder das ist, wie ich gesagt habe. Andere Chemie, ja. Genau, ja, andere Chemie, ja, ja, genau. Oder wenn ich geht zum die Tieftour, ne? Sieht verschiedene Fleischart und so weiter. Ich kaufe überhaupt nicht, weil die komplett die Gift ist schon in Fleisch drin. Weil wir Menschen, das ist so, essen die komplett Fleisch, Massenproduktion, ne? Keine Achtung gegen Tier gegenüber, wurden so achtlos getötet. Und in dem Moment, diese schon produziert die Angst und Hass in die Fleisch hinein. Sofern, wenn wir Menschen das isst, und für uns ist auch überhaupt nicht gut, ne? Auch warum wir krank sind, das ist ein wichtiger Grund.
Oder einige Produkte, das ist so gar keine Nährkraft. Das ist so wie wir essen Pappe und so weiter, ne? Das geht darum, nur satt, unser Magen ist voll. Aber wirklich, wie viel wird, Energie wird überhaupt an den Ernährung, ist fast kaum. Insofern, das ist so, unsere Ernährung alleine schon große Probleme. Dadurch machen uns sehr krank. Ne? Deswegen, das ist wichtig, dass die Körper Entgiftung zu machen, ne? Die Körperreinigung immer wieder zu machen, das muss jeder Tag machen. Und bei unserer Praxis, wenn ein Patient zu uns kommt, egal welcher Patient, wir empfehlen erstmal diese Körperreinigung, Körperentgiftung zu machen. Das ist so die erstmal, das ist die komplett diese Gift, diese Mauer, ne, was jeder Tag wir selber ne, zu tun haben, so groß dicke Mauer, da blockiert so stark die Medizinwirkung und so weiter. Oder wenn du das ist spiritual erreichen müsstest, ne, du merkst gar nichts, Energie kommt überhaupt nicht hoch, weil das ist sowas, eine Mauer, das gibt Mauer so stark und da muss erstmal das ist komplett zerstört werden, komplett gereinigt werden. So aus unserer chinesischen Kaisermädchen, ne, vor 5000 Jahren gibt eine sehr, sehr gute Medizin, ne, aus Naturbasis, ne. Und das ist extra für die Körperentgiftung, Körperreinigung, ne, gleichzeitig sehr, sehr gut für Verdauung. Das ist eine Trinken nach dem Essen sofort trinken kann. Da, warum das ist diese Verdauung auch so wichtig? Weil wir konnten nicht verstehen, viele Menschen essen so viel, zu viel, viel zu viel. Und dann normale eine Menge Leute wirklich reichlich für den Essen ist zum Beispiel eine ganze halbe Schüssel oder über drei Viertel Schüssel. Das ist schon, was wir eigentlich körperlich brauchen. Wenn du über diese Maß hier hinaus, dann brauche extra diese Magen voll Energie, um das zu verdauen. Ne? Gleichzeitig auch die andere Organe wieder muss auch das dabei helfen, um das in diese Energie zu produzieren. Ne? Insofern verbau deine eigene Energie. Und dieser Trinken so genial ist, das hilft deinem Magen, ne, anfangen das zu verdauen, diese Arbeiten zu machen. Dann relativ, das ist so eine Hilfe, um deine Energie zu halten, gleichzeitig, das ist auch die Körperentgiftung zu machen. Ne? Und das ist auf jeden Fall, ich nehme jeden Tag auch sehr viel, nicht nur wegen die Gesundheit. Nur gesundheitlich Effekt, sondern auch gegen Stress. Ne? Und ich vertrete ein Projekt, relativ sehr ruhige ist, ne? Weil ich mache auch Meditation und auch die Seele, Befriedigkeit und so weiter. Relativ auch sehr ruhiger, jeden Tag sehr ruhig Zustand erreichen kann. Trotzdem, dass ich so diese Mittel, was ich gesagt habe, für Leber, Entgiftung, ne, und Stressabbau, auch sehr wichtig. Und wenn Leute davon interessiert, konnte das auch unter dem Namen Hong Cha Jun, dass diese Mittel zu finden, ne, aus Jinfeng, chinesisch Kaisermädchen. Hong heißt Rote, ne, Cha heißt Tee, Jun heißt Pilz. Das ist aus einem Pilz gemacht. Ne. Und dann aus verschiedenen Kräutern und auch verschiedenen Tee, aus sehr, sehr alt Rezept. Insofern für unser modernes, diese stressige Leben und auch ungesund Leben, das ist wirklich auch eine Goldwerk, wertvoll Mittel überhaupt. Ach, du meinst bestimmt das Kombucha-Getränk aus dem Reformhaus oder aus dem Supermarkt? Ach, das ist ganz anderes. Ne? Das ist eine Fantasy-Mischung zu einer körperlich Wohlbefinden. Und dann, das ist so wie du, vielleicht besser als du Wasser trinken. Ne? Das in mir ist nichts, nur etwas anderer Geschmack. Außer wenn von die Medizins Richtung betrachtet, ne? Das ist relativ sogar hat eine sehr hitzende Wirkung. Ne? Wann kannst du vorstellen, wenn du Leber schon richtig durch Stress schon richtig hochgekocht, dann trinkst du noch ordentlich das Hitze dich noch Hitze steigert. Das ist nicht so förderlich. Bei uns, das ist
einfach dieser Pilz ist eine lebendige Kultur, ne? Das ist lebendig. Und gleichzeitig, das ist aus verschiedenen Kräutern, ne? Die Kräuter ist schon vor 5000 Jahren durch die Großmeister von China, ne, schon ausprobiert und so weiter, genau aufgeschrieben für die Kaiserhof, für die Kaiser so Für die geleistet. Kaisergesundheit Genau, für quasi. die Ja, ja, Kaisergesundheit, ja. das ist so richtig aufgeschrieben und auch produziert. Ne? Nur wir vertreiben chinesisch Kaisermädchen, insofern wir hat diese Geheimnis, die Rezeptur bis jetzt immer noch bewahrt. Ne? Das ist unterschiedlich. Insofern die Mädchenwirkung ist komplett anders. Ne? Und auch für uns, egal, dass sie Gesundheit zur Erhaltung oder Spiritualrichtung weiter entwickelt, ne? Erste Linie Angiftung machen, ne? Mit Hongcha Jun.